Die Munzlik und die Deutsche Romantische Republik. Ich bin nicht betrunken, aber man muss das so schnell aussprechen, weil man weiß nicht, ob es das noch gibt, solange man es noch ausspricht. Ne? Es geht alles ja holter die Polter, ruckzuck, und hast du, was kannst du, und besonders bei hast du. Unser Bundeskanzler hat ja laut einem Teltschick mitteilen lassen, dass die DDR pleite ist, obwohl die gerade noch ihr Geld zahlen. Und bei uns sagen schon viele Leute, das ist schon unseres. Und dann raste der Bundeskanzler, flog sofort nach Moskau. Und ich frage mich, warum? Warum? Na, ist ganz einfach. Wenn sich das Ding mit der Wiedervereinigung noch hinzieht bis nach den Bundestagswahlen, dann ist die Wiedervereinigung nicht unter ihm, sondern nach ihm. Und ich meine, das kann man so nicht stehen lassen. Gott sei Dank gibt es das Fernsehen. Und da sieht man es im Fernsehen, nicht? Da sieht man ganz genau, wie er so ist. Ne? Er macht in der letzten Zeit, er wird also auch hier immer breiter und er trägt so ausladende Sakkos in Braun in letzter Zeit, sodass die Kameramänner gar keinen anderen mehr auf dem Schirm kriegen, neben ihm. Und ich kann mir so vorstellen, also wenn der, und dann spricht er immer, wenn er was sagt, von Geschichte. Und das ist immer die Geschichte. Wenn der mal zu Hause sitzt, kann ich mir vorstellen, er hat 3 Flaschen Wein getrunken und seine Frau sagt zu ihm, Helmut, musst du nicht mal, wird er antworten, ganz ärgerlich, das wird die Geschichte entscheiden. Die Geschichte ist aber die, dass zum Beispiel der Herr Modrow, man sagt ja auch nicht Gorbatschow, dass der Herr Modrow gesagt hat, ganz schüchtern und also etwas eingeschüchtert zu Herr Bundeskanzler, wir haben uns entschieden, bei uns heißt es, wir sind das Volk. Na, Unsinn, sagt unser Bundeskanzler, Unsinn, Sie haben den Satz nicht weitergehört, der hieß, wir sind das Volk und Kohl ist unser Kanzler. Und das will er jetzt nur auch werden. Ne? Er sagt ja, immer haben wir gesagt, der Schlüssel für die Wiedervereinigung liegt in Moskau. Und, sagt er, da bin ich jetzt hingeflogen, habe mir den geholt von dem, ich komme jetzt nicht drauf. Aber die Geschichte ist aber jetzt ganz anders. Es tritt eine gewisse Ernüchterung ein. Es taucht nämlich plötzlich die Frage aus, was kostet das alles? Und jetzt, sagen wir mal, wird es ganz still im Lande. Ich würde mir vorstellen, ich habe jetzt zum Beispiel das Ding, was hat der da? Ne? Das ist keine Klinke der Geschichte, sondern das ist eine normale Türklinke. Ich war in Leipzig und da ist da gerade ein Haus zusammengefallen. Und da habe ich gefragt, wie das gekommen ist. Da haben die gesagt, der Letzte ist wütend abgehauen, hat die Tür zugeschlagen. Und das, suchen Sie sich das Haus aus, dann ist es so. Und dachte ich mir, wenn die Sache so ist und sieht so erbärmlich aus, nicht, dass dann unsere Geldgroßfürsten da sofort rüber und spontan und unbürokratisch, nicht? Nee, sagen die, um Gottes Willen, wir sind ja Profis, ne? Abwarten, das kriegen wir noch billiger, das kriegen wir noch billiger. Das schieben wir auf die lange Bank und das ist die Deutsche. Jetzt hat die Dresdner, ja, die Dresdner ist schon drüben, aber die hat gesagt, sie würde den Beginn der Feindseligkeiten noch etwas hinauszögern. Nein, sagen die, das ist ja auch gar nicht möglich. Jetzt, so ist es ja auch richtig, lass die mal erst aus den Ruinen auferstehen und so lange schicken wir Wolldecken und behandeln das so wie ein Erdbebengebiet. Ne? Man weiß ja auch nicht ganz genau, wie die wählen werden. Die wählen womöglich so, also das, wovon sie überzeugt sind und nicht das, was für sie gut ist. Ne? Es heißt ja auch das Sprichwort nicht, man soll den Nagel nicht schwächen, der dann den Kopf treffen soll oder so ähnlich. Und den Kopf der Bevölkerung. Ne? Und der muss jetzt abgelenkt werden. Und das ist die Sache des Fernsehens. Und da sind wir jetzt dabei. Nicht? Ohne Fernsehen geht überhaupt gar nichts mehr. Und mein Kollege Rogler und ich haben das richtig erkannt. Wir haben damals, als es losging, ne, da haben doch alle gesagt, das gibt's doch nicht. Ja, das gibt's doch nicht. Und wir sind jetzt draufgekommen, es gibt's wirklich nicht. Nein, es gibt's wirklich nicht. Sie müssen nicht immer glauben, dass das, was Sie sehen, auch wirklich geschieht.
die Wahrscheinlichkeit, dass das, was man im Fernsehen sieht, geschieht, ist viel höher. Wenn ich zum Beispiel, das macht jemand, ich stehe vor jemandem, der macht ein Gesicht. Machen Sie mal bitte ein Gesicht. Aber schon vorbei, sehen Sie? Ganz schnell. Schwupp, schon war es wieder weg, ne? Im Fernsehen kann man das wiederholen. Video ergo sum. Ich werde im Fernsehen gesehen, also bin ich. Die anderen werden ja nicht, wer nicht gesendet wird, wird nicht gesehen. Der lebt nicht, wer nicht gesendet wird, lebt nicht. Und viele Millionen von Menschen, die sitzen nur draußen an den, die sagen ja immer draußen an den Apparaten, sitzen an den Apparaten, werden nicht gesendet, also gibt es die gar nicht. Nach diesem Motto wird auch das ganze Fernsehprogramm hergestellt. Nicht? Die gibt es überhaupt gar nicht. Ist das nicht toll? Ja, jetzt sagen wir die draußen an den Apparaten, so lassen wir uns das nicht gefallen, und kaufen sich alle eine Videokamera und fangen an, zu Hause sich selbst zu fotografieren. Die Kinder, die Mutter, die Oma, alle fotografieren sich gegenseitig, weil sie dann leben. Und dann spielen sie nämlich Familienserien nach, die sie kennen. Nicht? Sie versuchen zum Beispiel die Schwierigkeiten zu kriegen, die sie von der Lindenstraße her kennen. Ja, und dann miteinander. Und da sagt dann die Tochter schon mal, Mensch, die Beimers haben wieder Knatsch, und was haben wir? Es wird gebeimert. Und da kann schon sein, dass die Tochter dann sagt, Mensch, guck mal unsere Familie an, doch, ist das eine Serie? Einen guten Charakter kann jeder haben, aber einen Seriencharakter, so einfach ist das nicht. Na? Zum Beispiel, mein Vater geht nicht fremd, meine Mutter säuft nicht, mein Bruder kokst nicht und ich, 14 Jahre und immer noch Jungfrau, eine kotzlahme Serie, kann ich Ihnen sagen. Ja. Und so, und deswegen sind wir, Rogler und ich, auf die Idee gekommen, Serien herzustellen. Serien. Nicht eine, nein, gleich mehrere. Wissen Sie, wenn einem was einfällt, schreibt man es in die, ne, in die Serie, sagt man, nee, nehmen wir doch, gehen wir in die Serie, wir stellen 5 Serien her. Ist das nicht toll? Können wir alles wunderbar austauschen, ja? Wir sind also, ist es ja so, wenn das Leben nicht mehr auf der Straße ist, haben wir gefolgert, und es kommt aus dem Schirm, dann sind die Schöpfer die Schreibmaschinen und die dran sitzen. Also wir sind Herr über Leben und Tod. Wenn zum Beispiel bei einer Serie ein Schauspieler sich beschwert und sagt, das ist eine blöde Serie, ne, fährt der in der nächsten Folge der Serie an den Baum. Fährt der nicht, laut Drehbuch muss er, fliegt er. Fährt er aber, ist er sowieso raus aus der Serie. Wir haben hier, diese Serien stellen wir gemeinsam hierher, wir haben eine richtige Firma, das ist ein gutes Geschäft, ne? Und wir haben natürlich das aktualisieren müssen, weil Sie wissen ja, im deutschen Fernsehen geht ohne DDR-Bezug nichts mehr. Ne? Höchstens noch die Ziehung der Lottozahlen, aber... Also haben wir alle unsere Serien, die früher anders hießen, haben wir aktualisiert. Sie zum Beispiel heißt hier Stasimann Schulze. Die andere heißt der Hautarzt von Wandlitz. Hochaktuell. Dritte heißt Volkspolizist Klinke. Die vierte heißt Pfarrer Eppelmann aus Köthen. Und die fünfte ist eine Sammelserie, das ist so die Müllserie, da tun wir alles rein. Die heißt Holz aus Deutschland. Und, jetzt fällt mir gerade ein Satz ein. Arbeit ist der Untergang der trinkenden Klasse. Das ist ein Satz, wa? Wo rein, ne? Der passt auf alle. Passt auf alle, Filme, alle Serien. Und mein Kollege Roth, übrigens, der hat sich verspätet, weil der hat einen Tick, also ich meine, der hat wirklich einen Knacks weg seit damals. Also der muss jeden Tag einmal durchs Brandenburger Tor gehen. Egal in welcher Stadt er sich befindet, er muss jeden Tag einmal durchs Brandenburger Tor. Und jedes Mal, wenn er wiederkommt, sagt er... Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, im Moment gehen Sachen. Das Genialste, was wir beide bislang gemacht haben, war, wir haben den Karl Moik eine gesamte Fernsehsendung von 2 Stunden mit nur einem einzigen Satz bestreiten lassen. Du meinst die lustigen Musikanten aus Cottbus? Ja. Waren 3 Sätze? Stunden mit einem Satz. Einem Satz.
war Wahnsinn, muss ich kurz erzählen. Und zwar, wir haben dem Moik nur einen Satz gegeben, und zwar den Satz: Hätten Sie vor 14 Tagen gedacht, dass wir heute in Cottbus sind? Wahnsinn. Wahnsinn. Gleich am Anfang der Sendung starker Applaus. Dann haben wir einmal so quer durch die Halle so eine Blaskapelle laufen lassen, nicht? Und da hat der Moik mit unserer Erlaubnis den Satz leicht variiert. Und zwar hat er gesagt: Also Freunde, ich muss es jetzt nochmal ganz ehrlich sagen, ich bin ja ehrlich. Wenn zu mir vor 14 Tagen jemand gesagt hätte, dass ich heute Abend in Cottbus bin, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt gleich riesen Applaus im Publikum. Die ersten Bravo-Rufe werden laut, nicht wahr? Auf der Bühne singt das Rübezahl-Duo aus dem Erzgebirge. Dann kommt Karl Moik wieder aus der Kulisse raus und sagt: Es ist Wahnsinn, Freunde, es ist Wahnsinn. Ich habe gerade mich in der Kulisse nochmal mit meinen Kollegen unterhalten. Ich habe zu meinem Aufnahmeleiter gesagt: Ich sage, George, jetzt sei doch mal ehrlich, George, hättest du vor 14 Tagen gedacht, dass du heute in Cottbus bist? Wissen Sie, was er gesagt hat? Wahnsinn, Wahnsinn. Das Publikum, das Publikum tobt vor Begeisterung, nicht wahr? Karl Moik läuft zur Hochform auf und spricht jetzt direkt in die Kamera. Ich meine, also liebe Freunde, ich muss einfach nochmal sagen, es ist Wahnsinn, ich müsste Sie einfach nochmal fragen dürfen, liebe Freunde in Cottbus, in der DDR und in der ARD, seien Sie mal ehrlich, hätten Sie vor 14 Tagen gedacht, dass Sie heute in Cottbus sind? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Standing Ovations. Standing Ovations. Standing Ovations im Publikum. Nun kommt die Überraschung. Der Bürgermeister von Cottbus fährt mit der Postkutsche auf die Bühne. Karl Moik reißt die Tür auf und mahnt ihn und sagt: Herr Bürgermeister, ich habe schon gerade zu Ihren Landsleuten gesagt, seien Sie mal ehrlich, hätten Sie vor 14 Tagen gedacht, dass Sie heute Bürgermeister von Cottbus sind? Und wissen Sie, was er gesagt hat? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wildfremde Menschen umarmen sich. Weißer Rauch steigt aus der Halle auf. Er ist wieder dran. Wer? Na, der Darsteller, der die letzten 8 Jahre den Genscher gespielt hat. Was für? Er will Wiederholungshonorar. Wofür? Was? Ja, für den Satz, den ich ihm geschrieben habe, da für die letzte Rede. Prag-Botschaft. Ja, du meinst den Satz, der war doch von dir. Na ja, du meinst den Satz: Wir sind heute Abend hierher gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise... Beifall, genau. Beifall, ja. Das ist ein eindeutiger Satz von mir, nicht ausgesprochen, nicht voll ausgesprochen. Das ist eine glänzende Idee. Riesenapplaus gewesen. Was auch sage ich ihm, es gibt kein Honorar. Es gibt auch... Hör mal, der hat den Satz... Moment mal, ich komme gleich. Ja. Der hat den Satz eigenmächtig verändert, wenn ich mich genau erinnere. Hast du im Original geschrieben: Ich bin heute Abend hierher gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise... Ich stehe auf den Genscher, ich habe den... Aber das war deshalb, weil der unvermeidliche Seiters dauernd neben ihm stand. Das gibt doch dem Genscher-Darsteller nicht das Recht, den Satz zu verändern. Pass auf, sag ihm kein Honorar, kein Wiederholungshonorar. Und wenn er sich beschweren will, dass der Applaus zu früh reinkam, sag ihm, die 7000 Statisten im Hof von der Botschaft, alle die haben wir bezahlt. Alle von uns bezahlt. Hallo! Hallo, wenden Sie sich an die GEMA. So. Ja. So unerhört. Ja. Ich sage ja, ich habe ja den Genscher, ne? Ich habe dem Genscher gleich gesagt. Ich sag's ihm jetzt mal über den Schirm, ne? Ja. Genscher, ja? Ohrenspitzen, ja? Gut zu hören, ja? Wir haben Sie immer gut aussehen lassen, nicht? Sie sind der absolute Star in unserer Revolutionsserie. Ne? Der Ruhler, der absolute Star. Wir hätten Sie auch schlecht aussehen lassen können. Wir hätten Sie mit den Schöneberger Sängerknaben, das haben wir nicht. Ne? Wir haben Ihnen einen Warnschuss schon mal gegeben. Einmal Saarland, ne? Saarland, die Wahlen. 5,4%. Wie leicht hätte aus der 5 eine 4 werden können, ja, gell? Ja. Wie viel haben wir Ihnen denn gegeben für die Bundestagswahlen? Im Dezember, da geben wir Ihnen 7%. Wie leicht kann aus der 7 eine 3 werden, ja? So, jetzt habe ich es mal gesagt, mein Lieber. Ja, sehr richtig. Sag mal, ist das aber sehr merkwürdig. Was ist denn hier los? Die Revolutionsserie stagniert. Stagniert? Ja. Sinkt leicht. Aha, das verstehe ich nicht. Die lief doch bisher blendend. Ich weiß, wer schuld ist. Aber ich sag's ihm auch. Publikum, ja? Sieh da, Publikum, hey! Schalten Sie unsere Revolutionsserie ein. Das machen wir extra für Sie. Sind wir dann gar nicht aufgefallen. Ich sage Ihnen, ich drohe Ihnen jetzt, ja? Soll ich mal drohen, ja? Wenn Sie nicht einschalten bei uns, ja? Nicht gebührend einschalten, ja? Dann bringen wir Ihnen alle Ihre Lieblingsdarsteller aus Ihren Lieblingsserien um. Ja. Serienautoren sind Schreibtischtäter. Richtig. Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass der Darsteller von dem Dr., wie heißt er? Sanders, ja, der Liebhaber von der Vera Drombusch. Ich weiß, wen du meinst.
dass der Degen, 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 ja, Degen, dass der in der letzten Folge schon etwas kränklich aussah. Und Dr. Dressler sitzt auch schon verdächtig lange im Rollstuhl. Ja. Wie schnell kann da mal was dazwischen kommen? So ist es. Die Seriendarsteller sind unsere Geiseln. Ja, und es liegt an Ihnen, ob die überleben oder nicht. So. Ja, wir sind so. Nämlich Massenmörder. Massenmörder sind wir. Ja, ja, ja. Oh, ja. Wie ist mit den anderen Serien? Moment, Serie 1, der Staatsmann Schulze. Der tendiert fest. Gut. Und der Hautarzt von Wandlitz? Nummer 2. Tendenz freundlich. Freundlich, aha. Volkspolizist Klinke. Nummer 3. Oh, der fällt. Der kracht uns. Naja, den lassen wir es außen. Gut, werden wir mal später. Pfarrer Eppelmann aus Köthen? Eppelmann aus Köthen, Pfarrerserie nach Plusankündigung Gewinnbenahmen. Naja, Pfarrerserien gehen immer gut, dann gehen wir noch eine Köchin und dann geht sie hoch. Was Holz aus Deutschland? Holz aus Deutschland, stabil bezahlt Geld. Das ist doch ausgezeichnet. Was willst du eigentlich mehr? Die Revolutionsjahre, die kriegen wir auch schon wieder. Ah. Übrigens, war eine sehr gute Idee von dir, die Wahlen in der DDR vorzuverlegen vom 6. Mai auf den 18. März. War eine sehr gute Idee von dir. Ja gut, aber Moment mal, da fällt mir ein, haben wir noch keine Ergebnisse. Oh ja, was geben wir denn? Was geben wir denn der DDR-SPD? Was geben wir denn der SPD, Moment, ich schau mal, was hatten wir am 6. Mai gegeben? Da hatten wir sie bei 27%. Nein, habe ich gesagt, keine runden Zahlen. 27,4, glaubt das keiner. 27,4, ja. So, Moment, und was gehen wir den anderen da, dem Haufen da, dem Dings da, na, dem Sauhaufen? Ach, die da ihren Führer, den bayerischen Führer haben, ja, da. Den ich, guck mal, das ist, weißt du, dem habe ich neulich einen Satz geschrieben, den hat der wirklich gesagt. Ja, der hat gesagt, bei einer öffentlichen Veranstaltung in Bayern hat er gesagt, er würde für seine Idee auch sterben. Also für nichts und wieder nichts. Da will immer seine Partei intellektualisieren und hat sich selber vergessen. Also, was geben wir denen? Auf Länderebene, auf Landesebene gehen wir den 15,3. 15,3, Moment. In Cottbus 22,5. Rosenheimer Ergebnis. Wieso so viel? Meinst du, das ist doch eine blöde Frage. Da haben wir doch den Karl Moik auftreten lassen. Stimmt. Ja. Sehr gut. Ja, pass mal auf, da hätten wir doch schon wieder einen Satz für den Moik. Damit macht er eine Fernsehsendung von 4 Stunden. Ja, Mensch, der Karl Moik tritt auf in Rosenheim und sagt... Liebe Rosenheimer, hätten Sie vor 14 Tagen gedacht, dass Sie heute in Cottbus 22,5% waren? Wahnsinn! Ja, Wahnsinn! Sag mal, hat sich das denn ausgewirkt, die Verlegung der Wahl in der DDR auf die Bundestagsergebnisse? Ja, ich meine, falls wir die jetzt überhaupt am 18. wählen lassen. Ja, wenn wir sie lassen, natürlich. Also ich würde sagen, die können wählen, was sie wollen. Die Ergebnisse machen wir. Frau, da... Darf ich? Wer ist dran? Uta Ranke Heinemann. Willst du mit ihr sprechen? Nein, ich bin evangelisch und ich habe ihren Vater sehr gemocht. Wir rufen zurück. Wir rufen zurück. Was wollte sie denn? Die fragt, in welcher Serie sie mitspielt. Na ja, so irgendwie eine stumme Schlichterrolle so. Auf jeden Fall stumm. Militärseelsorgerin. Ah, das ist an sich die Rolle vom Eppelmann. Ach, weiß. Quotenregelung. Da wäre die Heinemann rein, Eppelmann raus. Sehr gut, pass mal auf. Da habe ich einen Vorschlag in der Serie 1. Eins ist gut. Stasimann Schulze, gut, da passt sie rein. Da hatten wir die Szene, erinnerst du dich, die in der Kaserne spielt. Das ist eine sehr schöne Szene. Ja, natürlich. Ja? Major ratlos betritt die Kaserne der Nationalen Volksarmee. Ja. Wiegenden Schrittes, seiner Überlegenheit bewusst, betritt und kommt die Kaserne und kommt auf Stube und sagt, Genossen, Soldaten, am Dienstag Manöver, kapiert? Darauf direkt gut, langsam. Ich habe mich auf meiner Stube mal rumgehört, also wir machen in Zukunft bei keinem Manöver mehr mit. Major ratlos, etwas blass geworden. Stillstand! Darauf direkt gut. Moment. Er meint, wir sollen stillstehen. Seht ihr noch einen Sinn in der Aktion? Oder... Major
Majoratlos etwas grün im Gesicht. Achtung! Nicht in dem Ton, nicht in dem Ton. Naja, das könnte eine Szene sein. Ich meine, es könnte eine Szene, ja. Dazwischen also, die Uta-Rangeheine machen. Also, Publikum hat gelacht, also irgendwie. Die Szene ist nicht schlecht. Naja, Sitting Ovations, aber immerhin, also. Mir geht's anders. Mir gefällt das noch nicht, ne? Ja, aber Entschuldigung, ich bin ja nicht böse, dass ich gelacht habe, aber eine Schlusspointe muss da schon noch, ne? Schlussgag fehlt, ja. Halt. Hallo? Ja, nein. Was? Nein. Ja? Der Hauptdarsteller von Volkspolizist Klinke ist dran. Der will wissen, was er Dienstag zu drehen hat. Er hat keinen Text. Der dreht gar nichts mehr. Der kippt raus. Der kippt raus. Ganze Familie. Ja, ganze Familie. Alles klar. Aber alle wirklich, ja? Ja, bis zum Begräbnis. Da, auf Wiedersehen. Aber das hat mich irgendwie die Idee gebracht. Das Moment, könnte Schluss sein. Ich sag der auch eine Beleidigung. Oh ja. Ja, das könnte Schluss sein. Ja, wir rufen gleich. Pass auf, der Major Ratlos kommt rein in die Kaserne, wiegenden Schrittes, elastisch, kommt rein auf Bude und sagt, Soldaten, am Dienstag, Manöver! Der Auftrag, gut, Moment, also ich habe mich mal auf meiner Stube rumgehört, wir machen in Zukunft bei keinem Manöver. Schießt dann! Augenblick, er meint, wir sollen stillstehen. Seht ihr noch einen Sinn der Aktion? Das haben wir jetzt alles. Na, Achtung! Moment, nicht in dem Ton! Ja, ist in Ordnung. Dann jetzt kommt der Major und sagt, warte mal, würde es Ihnen am Dienstag passen mit Manöver? Ich meine, wir können ja ein bisschen später anfangen. sehr gut, auch der Rekrut. Ja. Also, Dienstag ist es jetzt ganz schlecht, weil da sind wir alle auf der Friedensdemo. Also, da ist gar nichts. So ein blöder Zufall, ne? So ein blöder. Sagen Sie mal, würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich mich da anschließe? Also, mir jetzt persönlich nicht, nur Sie werden Verständnis haben, wenn ich erstmal auf meiner Stube da mich rumhöre, wie die Meinungsbildung ist. Stichlern! Weg dran! Weißt du, was das Komische ist, wenn ich mir überlege, dass die Bundesrepublik immer noch 54,2 Milliarden für den Verteidigungshaushalt ausgibt? 54,2 Milliarden gegen die. Hallo? Ja? Also am Dienstag wird ganz was anderes gedreht. Ja, ja. Dienstag wird ganz. Wir schließen da die erste Bundeswehrkaserne. Beim ersten feierlichen Entlöbnis, öffentlichen, singt der Hauptmann Brotlos das Lied vom verlorenen Feindbild. Text? Ja, Text kommt, ja, ja. Hast du den Text? Ja, fast fertig, soweit. Dann sing. Ich? Du hast das selber geschrieben. Ich Idiot. Der General Gruschek von der NVA ist auch nicht mehr das, was er mal war. Frau Schulzeck aus Grizern, das war ein General, ein Mann wie aus Stahl, beherzt und brutal. Mit einem Wort als Feindideal. Das Herz voller Hass und die Brust voller Orden. Mein Gott, was ist aus dem Gruschek geworden? Ein reizender Mensch, ganz sanft nach der Wende, wird manchmal aussiedern. Jetzt habe ich Fallowan, das ist fertig geworden. Solche Lieder sind sehr schwer. Moment, weißt du, ich hab's. Ja, du hast es, ja. Du hast nicht gehört. Ich weiß auch nicht. Der General Gruschek von der NVA ist auch nicht mehr das, was er mal war. Karl Gruschek aus Zwickau, das war General, ein Mann wie aus Stahl, beherzt und brutal. Mit einem Wort als Feindideal. Das Herz voller Hass und die Brust voller Orden. Mein Gott, was ist aus dem Gruschek geworden? Ein reizender Mensch, ganz sanft nach der Wende, trägt Nelken im Knopfloch, küsst Armen die Hände, ist aus der Partei ohne Tränen geschieden, geht manchmal auf Demos und betet für Frieden.
Der Kollege Schulze von der NVA ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ernst Schulze aus Pirna, das war ein Offizier, ein Mann wie ein Tier, stets hoch das Manier. Mit einem Wort als Feind eine Zier. Wie hat der Rekruten aus Feinstem misshandelt? Mein Gott, wie hat sich der Schulze gewandt? Er wurde ein Softie der softesten Sorte. Man hört von ihm fast nur noch menschliche Worte. Es träufelt ihm Sanftmut aus sämtlichen Poren. Den Hass und die Rachsucht, die hat er verloren. Der Genosse Bietzke von der NVA ist auch nicht mehr das, was er mal war. Paul Bietzke aus Potsdam, das war ein Soldat und für seinen Staat auf Zack und auf Draht. Mit einem Wort als Feind adäquat. Meist waren seine Augen vorauf Lust umrändert. Mein Gott, wie hat sich der Bietzke verändert? Ein lustiges Haus und ein richtiger Kumpel und nichts mehr von dem nationalen Gerumpel. Ein Freund, dem nichts Kriegerisches geblieben, so Typen wie ihn, die kann man nur lieben. Die Kameraden, Kollegen von der NVA sind richtige Arschlöcher, das ist doch klar. Weil leider als Feind nicht mehr vorzeigbar. Haben wir eigentlich schon den Schwager von dem Volkspolizisten Klinke umgebracht, den Schwager? Oh, das haben wir vergessen, das haben wir vergessen. Das hätten wir aber machen sollen. In der letzten Folge hätte der sich das Leben nehmen sollen. Der hätte sich beim Waffenreinigen, wenn Sie noch welche haben, erschießen sollen. Das verwechselst du jetzt. Das war der Enkel vom Hautarzt aus Wandlitz. Der jagt sich beim Waffenreinigen die Kugel durch den Kopf. Ach, der, ja. Moment mal, den Schwager von Fobo Klinke, den wollten wir über den Bewusstseinsüberhang rauskippen. Ach, über den Bewusstseinsüberhang, ach ja. Was war das nochmal? Naja, wir haben mal gesagt, also wir können in den Serien unsere Brüder und Schwestern aus der DDR nicht dauernd so unintelligent reagieren lassen. Das ist richtig, das habe ich gesagt. Das ist auch völlig richtig, die sind viel schlauer als wir. Ja. Die mussten ja auch die ganze Zeit 40 Jahre lang zwischen den Zeilen lesen. Die sind ja viel sensibilisierter als wir. Stimmt. Bevor die was sagen, müssen sich die ganz andere Gedanken schon mal gemacht haben. Die müssen viel bewusster denken. Ne? Ja, ich sage halt Bewusstseinsüberhang. Das kann gefährlich werden für uns. Ich meine, wir haben alles. Wir haben Geld, wir haben die Wirtschaft und wir haben die freie Marktwirtschaft sogar. Und alles haben wir. Aber es könnte sein, dass wir ein bisschen blöder sind. Es könnte trotzdem sein. Ne? Könnte sein. Und ich finde die Fragen einfach zu viel, ne? Da drüben. Die Fragen einfach. Das stimmt. Und wir haben zu wenig Antworten. Ja, wir machen das nächstes Jahr anders. Da dürfen die 4 Fragen stellen im Jahr und die kriegen eine Antwort von uns. Das ist gut. Wie beim Geld eben, ne? Wie beim Geld. Das wäre sehr schön. Da können Sie praktisch die anderen Fragen können Sie dann praktisch erst in einem Jahr stellen. Und da hört die Fragerei von selber. Ja. Die fangen ja, die ganz einfachen Gespräche fangen die ganz anders an. Geschult, natürlich. Ja, also klar. Zum Beispiel, wenn du jemanden triffst hier bei uns, also früh morgens gehst du ein Brötchen holen, nicht? Dann triffst du einen, der sagt, guten Morgen, Herr Hildebrandt. Sag ich ganz bürgerlich, sag, guten Morgen. Guten Morgen. Was sagt der? Denke mir noch. Ist normal, ne? Sagt er, wie geht's Ihnen? Sag ich gut. Oder so. Das klingt ganz bürgerlich, nicht? Aber die da drüben, geht nicht. Die würden sagen, guten Morgen, Herr Hildebrandt. Denken Sie auch heute daran, dass sein bestimmtes Selbstbewusstsein. Nein, das würden die nicht sagen. Nein, das ist ja ein uralter, veralteter Karl-Marx-Satz. Und das heißt, bei uns würde es anders laufen. Bei uns würde es heißen, denken Sie dran, nicht? Sagt er vorher, denken Sie dran. Ja. Das haben bestimmt das Selbstbewusstsein. Das ist das einzige Bewusstsein, das wir haben. Und dessen sollten wir uns immer selbstbewusst sein. Ja. Bevor jetzt der Schwager vom Fopo Klinke dahinter kommt, dass das unser einziges Bewusstsein ist, muss er weg.
muss er weg. Wie? Wir lassen den irgendwo mal rumstehen, nicht wahr? Und dann sagt er unvorsichtigerweise mal den Satz. Ach so, ich dachte überfahren. Nee, nicht überfahren. Nee. Verbal machen wir das. Da sagt er mal unvorsichtigerweise den Satz, alles Seiende hat sein Sein am Nichtsein seines Gegensatzes. Das ist überhaupt kein, sozialistischer Satz. Das sagt er nie. Nein, das sagt er nie. Nein, das ist ein Satz von Heidegger. Das ist ein faschistischer Satz. Das wüsste ich. Nein. Der Satz ist von dem Dings. Wie heißt da ein großer der Philosoph? Du hast recht. Natürlich von dem. Fängt auch mit H an. Fängt mit H an. Kommt mit H an. Heißt der? Was heißt das überhaupt? Das Seiende hat sein Sein am Nichtsein seines Gegensatzes. Was heißt das? Ja, das heißt so viel wie wo nichts ist, ist nichts. Ja, so hätte ich es auch verstanden. Naja, das ist ja praktisch die Ideologie der DDR in den letzten 40 Jahren gewesen. Ah ja. Und weil der Schwager von dem Volkspolizisten Klinke diesen Satz sagt, wird er erschlagen? Nein. Weil er ihn überhaupt gewusst hat. Verstehe. Neid, intellektueller Neid. Nein. Aber er muss ja den Satz sagen. Naja, den kann er ja mal sagen. Situation erfinden. Schreib. Ja? Pass auf. Der Schwager vom Fopo Klinke bekommt 2 Freikarten für die lustigen Musikanten vom Moik in Cottbus. Das ist kühn, das ist ein doppelter Rademann. Damit wäre er in Cottbus. So, in Cottbus nimmt er am Quiz teil, das parallel zur Sendung Lustige Musikanten läuft. Und die Quizfrage lautet, hätten Sie vor 14 Tagen gedacht, dass Sie heute in Cottbus sind? Und die richtige Antwort ist... Wahnsinn. So, pass auf. Wahnsinn. Der Schwager von Popo Klinke weiß die richtige Antwort und gewinnt den Hauptpreis. Das ist eine 3 Tage Volksmusikreise in den Schwarzwald. Schwarzwald ist gut, da geht er spazieren, da gehen sie alle spazieren. Und da trifft man meistens einen Oberförster, den trifft er auch. Und dem sagt er, dem Oberförster, ohne sich was Böses zu denken, das Seiende hat sein Sein am Nichtsein seines Gegensatzes. Ah, sehr gut, pass auf. Ja. Daraufhin. Erinnert sich der Oberförster an den Satz des Reichsjägermeisters Göring? Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Revolver. Gut, und verscharrt die Leiche im Laub. Hegel. Seiende hat sein Sein am Nichtsein seines Gegensatzes. Was machen wir mit Kohl? Mit Kohl habe ich nichts zu tun. Das war deine Erfindung. Ich habe dich immer gewarnt. Ciao, du. Jetzt schau du zu, wie du den wieder rauskriegst. Was heißt, er ist hoch im Kurs. Ohne den Kohl können wir gar nichts mehr machen. Der hat eine Sendebeteiligung, der hat eine Einschaltquote. Mein lieber... Peinlich ist er. Wieso peinlich? Er fängt an zu improvisieren. Ich habe immer zu dir gesagt, pass auf. Der Kohl ist einer von den Typen, die sich ihren Text nie merken werden. Nie. Und den schickst du nach Auschwitz. War eine glänzende Idee. Der hat überall gesendet worden. Überall. Auschwitz. Wer gesendet gut. wird, lebt. Auschwitz war gut. Ja, aber Kohl nicht, wie da rumstand mit seinen Turnschuhen da. Wanderschuhen. Ja, die gesamte polnische Presse war sich einig darin. Die haben geschrieben, sie hätten noch nie in Auschwitz einen Staatsmann mit so einem leeren Blick rumstehen sehen. Noch nie. Das ist nicht meine Schuld. Ich hatte ihm einen ganz großen Satz geschrieben. Den Satz, so sicher wie ich hier stehe, so sicher sind die Westgrenzen Polens. Hat er den Satz gesagt? Hast du ihn gehört? Er ist ihm nicht eingefallen. Ja, bitte. Aber ich habe es gerettet. Ich habe die Situation gerettet. Das weißt du ganz genau. Ich habe eine glänzende Idee gehabt. Man musste ja dann mit großen Sachen, ne? Ich habe die Mauer aufgemacht, ne? Und dann ist er weg, ne? Gut, ich meine, das muss ich zugeben, das war eine Bombenidee. Siehst du? Ja, einmal gibst du mir zu, dass ich keine... Ich bin doch ja. Fair, ich habe... Ja, das war eine Bombensache, damit hätte ich gar nicht gerechnet, aber
Gut, ich meine, das sind natürlich auch Ideen, von der Sorte hat man drei ja, im Leben. Ja, eine davon ist von mir und wo bleiben die anderen beiden? Ich hab's doch zugegeben. Ja. Ich hab's doch zugegeben, mein Gott. Aber ich meine, das ist auch wieder Quatsch, was er sagt. Er hat die Mauer nicht aufgemacht, er hat sie aufmachen lassen. So ist es. Ja? Regie. Die Opposition hat für ihn die Mauer aufgemacht, sowas. Also ich meine jetzt nicht die Opposition, sondern die Opposition. Die Opposition. Ja, wo der Dings dabei ist, wie heißt der doch mal? Der praktisch die Partei schon in Grund und Boden gearbeitet Mompa. Hat. Nein, nicht Mompa. Nein, wie heißt denn der immer nur Mompa ein. Der schon selber zweifelt, ob das überhaupt ein Mensch alleine schaffen kann, das Arbeitspensum. Wo der ihm, der hat noch zu ihm gesagt, Mensch, das müssen zwei sein, seitdem ist er leicht verwirrt und weiß nicht mehr, ist er oder ist er schon ein anderer. Der ist ja total urlaubsreif, der Ja, Mann. Sicher, ja. Aber den Text habe ich praktisch schon fertig, ja. So? Ja, das könnte man nennen, ein Politikerschicksal. Folgendermaßen, der Mann kommt am Freitagabend nach Hause, ja. Hat einen Berg Akten dabei, fürs Wochenende zum Aufarbeiten, steht im Wohnzimmer und merkt, dass seine Frau nicht da ist. Er denkt nach und ihm fällt auf, dass sie schon ein ganzes Jahr weg ist. Er kommt nun drauf, auf die Frage, ob er vielleicht jemals verheiratet war oder nicht. Verstehst du? Jetzt fängt er an zu zweifeln zweifelt daran, ob es ihn selbst überhaupt gibt. Um das zu überprüfen, geht er raus in die Telefonzelle, ruft sich zu Hause an, hebt aber keiner ab, aber logisch, sagt er, geht er nicht, weil ich bin in Bonn. Und jetzt ruft er in Bonn an, fragt, ob in seinem Arbeitszimmer noch Licht sei, bekommt die Auskunft nein. Jetzt gerät er ins Schleudern. Jetzt sagt er sich, gibt es die Partei überhaupt, der ich zugehörig bin? Ruft vorsichtshalber bei der CDU an, bekommt dort von Volker Rühe die Auskunft, er, Rühe, hätte den Namen dieser Partei noch nie gehört, beschließt daraufhin, ohne den Parteivorstand hinzuzuziehen, dass er urlaubsreif ist und fährt aus Versehen an den Wolfgangsee. Vogel. Jetzt ist die Frage, in welcher Serie fährt er an den Wolfgangsee? Naja, in der Ferienserie, ist doch ganz klar. Moment. Da, wo der Oberförster den Hegel erschießt. Nicht den Hegel erschießt. Den Schwager vom Vorburg Link. Jetzt reißt du mal ein bisschen zusammen, Mensch. Find die Serie überhaupt nicht gut. Ich finde sie gut. Find die überhaupt nicht gut. Find die beschissen, diese Serie. Urlaubsserie, Quatsch, Urlaubsserie. Deutsche Was Wald. Heißt denn Holz Deutsche aus Wald. Deutscher Holz aus Deutschland? Holz. Guck doch mal die Einschaltquoten vom RTL. Man muss mal ein paar Sauereien in den Kanal gegossen werden. Wo hängt bei uns ein Busen rum? Nirgendwo. Na, wir machen eine Sexserie draus. Die Serie heißt jetzt, da ist auch Holz dabei. Sex unter deutschen Fichten. So. Mal zu lange hier. Kann man machen, aber... Post machst du überhaupt nicht mehr auf, oder? Komm nicht zu. Ja, bitte. Wie ist der Name? Rico Blaschke. Rico Blaschke, Anna. Ja. Rico aus Fehrbellin. Ja, Rico. Rico, schön, dass du anrufst. Rico, du wolltest mitmachen in unserer Quizserie. Ja. Pass auf, Rico, da stelle ich dir jetzt eine Frage, die müsstest du einigermaßen gut beantworten. Die ist nicht leicht. Nein, du schaffst das. Nein, du musst nicht nervös werden. Rico, pass auf, Rico. Eine Frage. Reifenwechsel, Wüste. Manfred Krug! Ja! 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 Rico! Toll! Ja! Mann, die aus der DDR, verstehst du? Ja, doch, mein Lieber. Rico, damit bist du jetzt unser Kandidat in der Quizserie Rad ab. Ja. Pass auf, Rico, du meldest dich am 14. um 18.10 Uhr pünktlich bei einem Herrn Schmidt. Ja, in Neuruppin. Ja, danke. Ja, schönen Gruß, danke. Schönen Gruß. Das ist schön. Weißt du, das ist schön. Ich habe ja so das Gefühl, es bewegt mich jetzt doch etwas. Wenn ich das so sehe, nicht? Die da drüben haben ja nie einen Spaß haben können, nie einen Spaß, durften nie mitmachen und gar nichts. Ne? Und wir können ihnen jetzt helfen. Da hat es einen Sinn, diese Arbeit, da hat diese einen Sinn. Ne? Man kann ihnen helfen bei ihrer kulturellen Grundversorgung. Naja, ich meine, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht richtig vorstellen, aber es muss grausam sein, das Gefühl, wenn du 40 Jahre immer nur zusehen darfst, nicht? Ja. Wenn sich unsere Kandidaten live auf der Bühne tummeln, wenn die so einen Spaß haben, wenn sie mal so in ihrem neuen Anzug von oben bis unten mit roter Ölfarbe eingestrichen werden. Das ist spaßig, gell? Schöne Glatze wird geschnitten, ja? Und die Ehefrau wird in so ein kaltes Wasserbecken reingeschubst. Ja. Schon herrlich, ne? Ja. Weißt du, ich glaube, das ist der Punkt. Die Leute sind auch deswegen einfach rübergemacht. Einfach deswegen, weil sie keinen richtigen Spaß haben. Sind sie drüben? Ne?
Und die würden wieder rübergehen, wenn wir jetzt, und das machen wir jetzt, wir gehen jetzt mit unseren Sendungen rüber und machen mit ihnen Spaß. Zum Beispiel am 1. gleich die große Show in der Tulpenhalle Juchel. Ja, wir sind da, ja? Ja? Herr Pilz! Herr Pilz aus Grimmert, wie freuen wir uns, dass Sie... Moment, Herr Pilz! Was will der? Was Moment. Will der? Pilz, der hat sich beworben für die Serie Jeder darf mitlachen. Ja, yeah, Sie dürfen mitlachen, Herr Pilz, Sie dürfen mitlachen aus Grimmert. Ja. Moment, wir klären noch was. Was war der mit dem? Augenblick, der gibt als Hobby an seine Datscha im Erzgebirge, die er in 30-jähriger mühevoller Kleinarbeit selbst aufgebaut hat. Herr Pilz, Sie hatten doch das wunderschöne Bildchen geschickt, wo Sie vor der Datsche stehen, da. Direkt vor der Datsche, ja? Mit Ihrem Hund? Das war schön, ne? War schön. Moment, ja? Der steht in der Halle, schaut im Monitor vor dem Publikum, wie wir im Erzgebirge seine Datsche verbrennen. Herr Pilz, haben Sie Humor? Bringen Sie ihn mit! Wir freuen uns! Ende! Schön. Ja. Liebe Brüder und Schwestern, wir werfen euch unseren Kulturbeutel schon noch um die Ohren. Ihr sitzt auch bald in der ersten Reihe. Sag mal, wie läuft denn deine Quiz-Serie? Die Dings, wie heißt die nochmal? Ach, die Quiz-Serie? Cottbuser Tor. Nee, nicht Cottbuser Tor. Brandenburger Tor. Brandenburger Tor. Ja. So, wir schalten sie gleich mal ein. Die läuft schon, siehst du? Die reagieren. Und, Herr Klöppel, wie heißt das Tor, vor dem wir gerade stehen? Brandenburger Tor? Ja! Wahnsinn! Toll. Einfach toll. Ja. Einfach toll. Sehr gut. So. Ich. Oh, Moment, machen wir langsam. Der Gysi beschwert sich. Der Gysi beschwert sich, warum? Ja, der beschwert sich darüber, dass er in keiner Serie mit drin ist. Wieso? Das ist ein auslaufendes Modell, hör mal. Ahnung. Haben wir doch abgedreht bereits. Ich meine, der ist der Parteivorsitzende doch von noch einer existierenden Partei, nicht? Naja, vielleicht etwas das früh, macht doch nichts, dann schreiben wir ihn wieder rein. Ja, das sagst du so einfach, wo passt der rein? Pass auf, ich diktiere das, pass auf. Gysi, Gysi betritt mit dem Restvorstand der SED die Abhörzentrale Berlin-Ost, ja, der Staatssicherheit. Und sie begraben miteinander den alten Namen SED, saufen den letzten Rest Wodka aus den Geheimsafes, ja, und überlegen sich, wie schnell sie den Namen der jetzigen Partei BDS, Partei Sozialistischer Demokratismus, nein, Partei Deutsche, was? Demokratischer Sozialismus, ja, so heißt sie, und ein demokratischer Sozialismus schnell wieder ändern können, wenn ihre Partei bei den Wahlen am 18. März die erwartete Stimmenzahl von 3,1% bekommen sollte. Gysi sagt, demokratisch lassen wir weg, das glaubt uns keiner. Sozialismus wollte sowieso nie einer so richtig von uns. Also heißt die Partei P. P ist gut. P steht für Parkplatz, Prozit, Profit und Prozente und La Paloma. Die Stimmung steigt, die Rührung wächst. Stasimann Schulze überlegt sich und fragt sich, warum niemand mit ihm Mitleid habe. Er beschließt es mit sich selbst zu haben. Bereitet sich auf seine Entsozifizierung vor, steigt weinend auf einen Tisch und singt. Bitte. Ich? Hast du eben selbst reingeschrieben. Scheiße. Ich bin ja als Mensch eher introvertiert und an Politik nicht so stark interessiert. Aber dennoch geriet ich und ich nicht allein in die Mitgliederlisten zweier übler Parteien. Übler Parteien? Übler Parteien. Mit der Nazi-Partei, ja, da hatte ich noch Glück. Die verschwand eines Tages und kam nie mehr zurück. Mit der Einheitspartei, da ging es mir schlecht, obwohl's immer hieß, die hätt immer recht. Hätt immer recht? Hätt immer recht. Aber dann kam die Wende und für die Partei war es plötzlich zu Ende mit der Rechthaberei. Nun tapst man als Mitglied dumm rum wie ein Huhn und fragt sich verzweifelt, was soll ich nun tun? Soll er nun tun? Soll ich nun tun?
bleib ich drin. Bin ich ein Wendehals, tret ich aus. Bin ich es ebenfalls, tret ich aus. Bin ich Opportunist, bleib ich drin. Bin ich Parteikartist, was immer ich mache, es hat keinen Wert. Bleib ich drin, tret ich aus, es ist alles verkehrt. Alles verkehrt? Alles verkehrt. Dreht dich aus. Dreht er aus, heißt es, nun bückt er sich. Bleib ich drin. Bleibt er drin, heißt es, nun bückt er sich. Bleib ich drin. Bleibt er drin, ist er ein Masochist. Dreht dich aus. Dreht er aus, schimpft man ihn Anarchist. Wie ich mich entscheide, es ist alles falsch. Wie ich mich entscheide, es ist alles falsch. Alles ist falsch. Jetzt soll ich Ihnen raten. Darum bin ich hier. Das ist gar nicht einfach. Das sagen Sie mir. Also wenn Sie mich fragen, dann wären Sie am besten Nazi geblieben, aber im Westen. Aber im Westen. Psst. Aber im Westen. Am liebsten hätte ich auch nochmal angefangen. Ach gut. Also. Um 4 Uhr morgens. Was ist um 4 Uhr morgens? Um 4 Uhr. Nein, nicht, da ist er, nicht mit dem Nazi hat das nichts mehr zu tun. Um 4 Uhr morgens. Oh, Moment, ja, betritt ja der volltrunkene Gysi den Balkon der Stadtsicherheit und ruft vor einem völlig menschenleeren Platz die Wiedervereinigung aus. Tolle Rolle. Tolle Rolle. Tolle Rolle. Jawohl. Damit wäre er Scheidemann. Richtig. Damit wäre aber auch die Revolutionsserie beendet. Ach du lieber Gott, ja. Weil Wiedervereinigung. Ja, natürlich, Mensch. Gottes Willen, Mensch. Wir wollten ja die Revolution, wollten wir ja möglichst viele Folgen, weil die, bei der Wiener Vereinigung, da habe ich keine Angst, die wird viele Folgen haben, aber die ja, aber damit wir auch die Wahl, die wir schon geschrieben hatten, für den 18. März, die wäre hinfällig. Ne? Um Gottes Willen, ja, und da haben wir auch noch gar keine Ergebnisse für die Wahl am 18. März. Was gibt man den Leuten da drüben? Nein, pass auf, wir wollen keine schnelle Wiedervereinigung, also nein, bekommt die PDS absolute Mehrheit 50%. Nein. Runde Zahlen, 50,04. 50,04, ja. Gut, 50, ja. Nein, ist Quatsch, geht auch nicht, wieso? Geht nicht, nein. Dann stimmt das Ergebnis für die SPD nicht mehr. Der SPD hat mir 27,4% gegeben. Wenn die PDS 50,04% bekommt, dann heißt es, dass die SPD den Wahlkampf haushoch verlieren muss. Ja. Warum? 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 Das ist ja die Frage. Warum? Warum? Kann ich dir sagen, bist du schuld? Ich? Weißt du warum? Nee. Weil der Jochen Vogel nach deinem Geschick immer noch am Wolfgangsee sitzt und dort Regierung spielt. Da hast du glatt vergessen. Ja, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Keine Wahl ohne Jochen, da muss er weg vom Wolfgangsee. Ja, wie? Ich weiß. Jochen Vogel sitzt am Wolfgangsee, denkt, er ist der Kohl, spielt mit den Füßen im Wasser und mit dem Gedanken an eine Regierung. Ja. Und sieht plötzlich in einem Lichtschein Oskar Lafontaine auf dem Wasser schreiten. Das ist technisch herstellbar. Ernsthaft, das ist ein Zahn zu viel, das glaubt uns kein Mensch. Mach doch mal ernsthaft jetzt. Na gut, dann trainiert er bloß. Gut, dann kommt mit einem Schiff, kommt mit einem Kahn, Tickel, kommt Utaranka, da ist der aber weg, kann ich das sagen. Da ist der in der DDR, da reißt er doch den Wahlkampf an sich. Geht auch nicht. Geht warum auch nicht? Nein, wenn Jochen in der DDR den Wahlkampf an sich reißt, ja, dann heißt es, dass die SPD in der DDR die Wahl haushoch gewinnt. Nee, weißt du warum nicht? Weißt du warum nicht? Weil sie mit den Wahlkampfmethoden, die sie in der Bundesrepublik anwendet, dort Wahlkämpft. Wir sind doch erfolgreich. Wieso? Sie ist Saarland, ja sicher. Wahl ist doch egal, ob wir hier oder drüben. Quatsch, Wahl ist gar nicht wahr. Wahl ist nicht. Die drüben denken ganz anders, jedenfalls vorläufig noch. Die sagen, erst Inhalte her und dann sehen wir schon. Bei uns sagen die Leute, erst die Inhalte weg und dann werden wir schon sehen. Okay. Wir haben ein ganz neues Wahlplakat, daran siehst du es ja. Ne? Das ist das neue Wahlplakat der SPD. Ja, Moment, was kommt da drauf? Was wird draufgeschrieben? Wieso ist da was drauf? Hier unten, ganz klein, SPD.
Früher haben wir noch was draufgeschrieben. Das waren Zeiten. Haben wir draufgeschrieben beim Europapokal. Kannst du dich noch erinnern? Wir wollen wie die Wolken sein. Das war toller Satz. Peter Glotz hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Mehrere Bücher. Symposien über Symposien. Ganze Hotels leben davon. Aber es hat etwas ganz, ganz Falsches assoziiert. Verstehst du? Die Leute haben bei Wolken denken die an Auffahrunfälle, an Nebel, an Tiefflieger, an was weiß ich, an was sie alles denken. Ne? Und darum haben wir das so freigelassen. Jetzt denken die Leute, assoziieren Folgendes: Die SPD kommt. Man weiß aber nicht, aus welcher Richtung. Ist das nicht schön? Nicht schön? Also, mit anderen Worten: Also, wir haben nichts versprochen. Wir brauchen nicht zu halten, aber wir haben geklebt. Jetzt mal langsam, mal ernsthaft, mal langsam. Du kannst doch mit diesem Wahlplakat, kann doch die SPD die Wahl in der DDR nur verlieren. Wieso? Ja eben. Ja, natürlich, das wollen wir. Das wollen wir. Ja, Moment. Ja, aber pass auf, dann gewinnt die CDU. Wieso? Nein, auch nicht. Die haben ja dasselbe Plakat, da steht unten CDU. Dann kannst du übrigens. Der Geißler war heute Vormittag zum Wahlkämpfen in Berlin, in Ost-Berlin drüben. Er soll fast, also beinahe, soll der eingegriffen haben mit seiner alten Manier. Der hat die SPD in der DDR wahnsinnig angreifen wollen und hätte beinahe den Satz von Kleist angewendet. In den Staub mit den Feinden Brandenburgs. Im letzten Moment ist es ihm nicht eingefallen. Ja? Ja, Moment, da ist der Hauptdarsteller vom Stasi-Mann Schulze dran, was wir nächste Woche drehen. Sag dem Arsch Folgendes, also pass mal. Ich soll den Arsch. Sag es nicht, nein, sag es nicht. Augenblick, bleiben also, Sie mal dran, bleiben Sie mal dran. Ich diktiere gleich, was ja, mit ihm passiert. Stasi-Mann Schulze, dran. Schicksal ist ganz klar. Genau. Stasi-Mann Schulze geht, bereitet sich nicht nur vor, sondern geht jetzt zu seiner Entsozifizierung, geht zum Genossen Richter und sagt zu ihm: Genosse Richter, ich war dabei. Daraufhin der Genosse Richter: Ich auch. Moment, daraufhin Stasi-Mann Schulze: Ich bitte um Verurteilung. Daraufhin, ohne zu überlegen, der Genosse Richter: 6 Monate, Mallorca, ohne Bewährung. Moment. Darauf Stasi-Mann Schulze: Verdammt hart, ich hatte an sich nur mit 3 Monaten Mallorca gerechnet. Was der Stasi-Mann Schulze gar nicht wissen kann: Es handelt sich um massenhaft mit verschärften Bedingungen, nämlich FKK mit Vollpension. Das heißt jetzt, der Stasi-Mann Schulze verreist von Moment, Serie Moment, 1. Moment. Ja, Sie verreisen, ja. Das werden Sie noch erfahren. Ja, ist gut. Ja, wir kommen auf den Zug. Gut. In Serie 5. Moment, wolltest du Sex unter deutschen Fichten? Nein, das muss jetzt anders heißen. Das muss jetzt heißen Erotik unter Palmen oder so. Sex unter Deutschen. Angenommen. Angenommen, der Stasi-Mann Schulze hat das mitbekommen, was alle, die einmal gesagt haben, ich war dabei, irgendwie einmal zu viel dabei gewesen, mitbekommen haben, einen Tripper, geht also auf Mallorca, Sie wissen gar nicht mehr, was das ist, ich merk's, geht also auf Mallorca am Strand entlang spazieren und wen trifft er, was, na, den Hautarzt von Bandlitz. Der selbstverständlich nicht seinen Patienten entflohen ist, sondern bereits vorgereist ist, um sie dort zu erwarten. Beziehungsweise ein vorauseilender hippokratischer Eid. Moment. Der Stasi-Mann Schulze trifft den Bandlitzer Hautarzt und sagt erstaunt zu ihm: Sie hier, das gibt's doch nicht. Moment, daraufhin der Hautarzt von Bandlitz. Ja? Ich 3 Jahre Mallorca. Daraufhin der Stasi-Mann Schulze zu Hautarzt Wandlitz: Hätten Sie vor einem halben Jahr gedacht, dass wir uns heute auf Mallorca treffen? Antwort: Wahnsinn! Wahnsinn! Daraufhin gehen beide etwas gelangweilt am Strand spazieren, treffen auf ein Café, bestellen sich dort 2 Kia Royal und wer bedient sie? Sascha Hehn. Ja. Daraufhin der Stasi-Mann Schulze zu Sascha Hehn: Sind Sie nicht Sascha Hehn? Das sind Dialoge, mein Lieber. Daraufhin Sascha Hehn wahrheitsgemäß: Ja. Daraufhin der Stasi-Mann Schulze zu Sascha Hehn: Drehen Sie hier das Hotel Paradies? Darauf Sascha Hehn: Von Dreharbeiten weiß ich nichts. Ich war mein Leben lang Kellner. Richard, nein, das geht nicht.
Nein, Richard, das geht nicht. Das nimmt uns niemand ab. Das ist, nein, das geht nicht. Dieter, was du nicht weißt, es hat damit begonnen, dass Klaus-Jürgen Wusso tatsächlich irgendwann mal dachte, er wäre Arzt und er operiert bereits. Und der Günther Strack, der nimmt als richtiger Pfarrer, nimmt der seit 23 Tagen Walter Wallmann die Beichte ab. Natürlich, es ist ja unser System, das macht sich jetzt selbstständig. Natürlich, es geht ja auch andersrum, ist ja ganz klar. Ja. Nie, also wer dreht, also wer im Fernsehen dreht, lebt. Wer lebt, dreht auch. Und da sendest du seit Jahren deinen Kohl. Ich sage dir, es wird auch da der Tag kommen, an dem der glaubt, er wäre der Bundeskanzler. Was sagst du? Wahnsinn! Ja, Wahnsinn, Wahnsinn! Was soll ich denn machen? Ja, streich ihn raus, lass ihn zurück. Kann ja nicht rausschreiben, wir brauchen ihn unbedingt für die Bundestagswahlkampf, es wird ja sonst nicht heiter. Entschuldige mal. Du brauchst ihn, aber ich sage dir, du wirst dich mit dem Kohl wieder blamieren. Du hast ihn schon im Saarland blamiert, da hast du ihn fünfmal auftreten lassen mit dem Endergebnis 5% weniger. Pro Auftritt 1% weg. Du wirst dich blamieren. Das habe ich nicht gewusst. Das ist das Prinzip, das kennst du auch, das Prinzip der Unterlegenheitsrelation. Das heißt, ja, je größer die scheinbare Überlegenheit des Vortragenden, umso intensiver die unbewusste Akkumulation des negativen Potenzials im Rezipienten. Das ist von dem Physiker, ne? Das heißt, jeder Wahlkandidat hat ein Abschreckungspotenzial. Je niedriger das ist, umso höher ist seine Wahlchance. Wenn also auf einem Plakat steht, Kohl kommt, kann das auch als Drohung aufgefasst werden. Heisenberg. Ab der nächsten Wahl, schreib auf, werden sämtliche Parteien sich übereingekommen sein, keinen Kandidaten mehr aufzustellen. Und wen wähle ich dann? Du hast doch nie gewählt. Das wüsste ich aber. Ich habe bei jeder Wahl einen Kandidaten angekreuzt. Der war doch schon gewählt. Von wem? Von der Partei. Und wieso wähle ich dann? Bist du Demokrat oder nicht? Der Wähler legalisiert die Handlungen, die später gegen ihn unternommen werden. Herbert Wehner, 1926. Sag mal, was ist da los? Siehst du sowas nicht? Was ist denn da los? Das ist ein Cash! Natürlich sehe ich das! Die Katastrophe ist ein Cash! Ja. Die Revolutionsserie Cash, die Cash! Ich hab's dir am Anfang gesagt, die Crash, wir kriegst du nicht mehr hoch. Ich hab dir gleich gesagt, ja, Anfang an, nie mit dieser Revolution Scheiße weg. Ich hab doch immer so auf dich eingeredet, aber du hörst doch nicht. Die Revolution, hier, oh. Wiedervereinigung steigt. Ja, dann steig ein! Vereinigung steigt, wie? Kauf auf, geh blind rein, 100%, geh rein! Nein, keine Rundenzahlen, 102, 102, 102! Von mir aus 102, Mensch, setz dich drauf! Jetzt muss es losgehen. Jetzt werden sie alle wieder vereinigt. Ja, alle wieder. Unter einem Dach, in einem Boot, an einem Strick. Vor allen Dingen alle an einem Strick. Und zwar auf Mallorca. Auf Mallorca. Wir werden wieder vereinigt. Auf der Terrasse vom Hotel Paradies. Ja. Gysi, der Hausarzt von Bandlitz. Ja. Und der Ranke Heinemann. Alle wieder vereinigt. Der Popermann Klinke. Lummer, wieder vereinigt. Lummer. DPA, Daimler, Gysi, Lass und Ding, Hegel, Heisenberg. Liefer. Hanitsch. Wieder vereinigt. Hanitsch, alle werden wieder vereinigt. Karl Voigt. Sag mal, Richard, hättest du vor 55 Minuten gedacht, dass wir die Wiedervereinigung so schnell schaffen? Wahnsinn. Gute Nacht. We'll be right back.